Herr Kordes, welche Botschaften nehmen Sie vom Rentenkongress 2024 mit? Also ich glaube, wir haben eine ganze Reihe von Themen, die hier auf dem Rentenkongress dieses Jahr ganz weit vorne stehen. Das sind die Themen, mit denen alle gerechnet haben, ganz klar. KI, Portale, standortübergreifende Zusammenarbeit mit Partnern, Einbindung von Patienten, Prozessmanagement. Aber wir nehmen auch ganz klar wahr, dass wir ein neues Thema haben. Wir reden über das Thema Vernetzung. Wie arbeite ich mit, wie kollaboriere ich, wie kooperiere ich mit Partnern, mit Zuweisern? Und ganz entscheidend, wie schaffe ich es, Effizienz zu skalieren über meine Verbünde, über meine Gruppen hinweg, nicht nur zu integrieren, zu standardisieren, sondern tatsächlich Produktivität über meine vielen Installationen hinweg zu standardisieren. Welche Lösung haben Sie vor diesem Hintergrund hier gezeigt? Natürlich haben wir eine ganze Reihe von Partnerschaften auch im KI-Bereich abgeschlossen. Wir sind exzellent darin, Partnerlösungen einzubinden. Das fängt bei der Spracherkennung und bei der Befundschreibung an. Das geht über einige andere Bereiche hinweg. Wir haben unsere Portallösung nochmal verbessert. Auch da haben wir eine ganze Reihe von neuen Lösungen und vor allen Dingen sind wir im Prozessmanagement sehr, sehr gut. Prozessmanagement ist ja ganz klar übergreifend einer der Markenkerne der Mesalvo. Auch an dieser Stelle haben wir eine ganze Reihe von Weiterentwicklungen und neuen Lösungen mitgebracht. Aber vor allen Dingen, und das ist das Spannende, das ist ja Mesalvo übergreifend im gesamten Portfolio ein großes Thema, reden wir über Vernetzung, wir reden über Kollaboration, wir reden darüber, wie kann ich Effizienz skalieren. Und wie kam dieses Angebot hier auf dem neuen Kongress an? Wir waren ja schon begeistert vor ein paar Wochen in Berlin auf der DEMEA von dem Andrang, den wir auf unserem Stand hatten und wir erleben genau das Gleiche hier wieder. Ich glaube, wir treffen den Nerv mit unseren Themen. Uns eben nicht nur sozusagen arbeitsplatzorientiert bei den Themen Portale, Terminmanagement, KI, sondern ganz klar, wie kann ich aus der Zentrale heraus, wie kann ich meine Prozessintelligenz, die ich in meinem Verbund, in meiner Gruppe aufgebaut habe, wie kann ich die skalieren, über integrierte Lösungen in meine Niederlassungen bringen und kann die Effizienz, zu der ich in der Lage bin, gruppenweit skalieren. Und das ist das, was uns begeistert und das ist im Grunde genommen das, was hier die Gespräche am Stand überall treibt.